Momentan bin ich aber sehr unvorsichtig. Das merkt man. Nämlich normalerweise müsste ich sehr viel vorsichtiger sein. Okay. Hier eines der roten Dinger nehmen, weil würde ich sehr gerne, aber ich habe was zu tun. Zwar muss ich hier Teile zerstören. Nochmal abspeichern. Läuft der da oben rum? Scheiße, ey. Heilige Scheiße. So. Hab ich mal die Big Guns rausgeholt dafür. Also Gun hatte ich hier da drauf. Ja, hatte ich nur so. Ungültige Karte. Also irgendwie. Ich kann sein, dass ich da einfach vorbeigelaufen bin. Okay. Denke mal, dass ich einfach nur dran vorbeigelaufen bin. Scheint doch nicht. Puh.
Das hätte drüber ausgehen können. Genauso wie für den drüber ausgegangen ist. Leider, dass ich jetzt so ein bisschen auf der langen Bank sozusagen stehe. Aber wie sein, ich auch nur hier muss. Ich denke mal, dass es einfach so ist, dass ich einfach nur hier muss. Sehr wahrscheinlich, ja. Ja, ist so. Ja, wollte ich so sagen. Troll, troll, trolli, troll, trolli, trolli, troll. So. Beeilen wir uns ein bisschen. So. Und wie war die jetzt nochmal? Nein, um Gottes Willen nicht meine Deckung zerstören. Okay, das sind alles unwichtige Nachrichten. 170. Willst du mich gerade töten? Du wolltest mich gerade töten, kann das sein? Ah, der Allzweck-Mesh. Cool. Fällt mal. Wenn er mich dann gerade versucht zu töten. Was hat so lange gedauert, Blechmann? Beinahe hätte ich es aufgegeben, auf Sie zu warten. Ich bekomme die Datei jetzt. Moment. Ich verliere das Signal, da stimmt was mit der Transportmatrix nicht. Schalte Filter ein, das heißt ein Verstärker mehr. Und... Das war's. Dateienübertragung abgeschlossen. Vielleicht haben Sie bei uns doch mehr Zukunft, Blechi. Ich weiß nicht, was das eben war, aber Sie sollten Ihren Hintern so schnell Sie nur können aus der feindlichen Zone schwingen. Es könnte bedeuten, dass die Konsortiumschnüffler inzwischen ihre Position haben. Also los, mit Vollgas zum Transporter... Auf Ebene 1. Wenn Sie nicht bald dort sind, müssen Sie leider zu Fuß zurückgehen. Zauberer aus. Ebene 1? Sind wir doch. Muss ja praktisch nur in den hier hineinsteigen.
Das Überwachungsprogramm ist ein risikoreicher Versuch, Herr Vorsitzender. Sogar für so etwas Begrüßenswertes wie die weltweite endgültige Ausrottung der Widerstandsbewegung. Politik ist ein risikoreiches Geschäft, Senator Snell. Sie hätten sich nicht darauf einlassen sollen, wenn Sie sich scheuen, Risiken einzugehen. Außerdem ist bereits alles organisiert. Wenn die Öffentlichkeit erst einmal die bedeutenden Vorteile erkannt hat, die das Überwachungsprogramm bringen wird, Herr Vorsitzender, bin ich mir absolut sicher, dass niemand mehr gegen die Erhaltung des... Des Status quo ist, Doktor. Das ist richtig. Und wenn der Widerstand erst einmal niedergeschlagen ist, wird es keinen Erdbewohner mehr geben, der nicht für die weitsichtigen Politiker stimmt, die den Weltfrieden herbeigeführt haben. Würden Sie bitte dafür sorgen, dass unsere Senatoren die Finanzierung bewilligen? Meine Aufgabe ist es, die Prioritäten im Überwachungsprogramm festzusetzen. Vorausgesetzt natürlich, dass sich Dr. Hoffmans Experiment diesmal als erfolgreich herausstellt und nicht wieder als Katastrophe. Dragon. Das ist so der typische Bösewicht, nee. Oh, eine Nachricht. Nach fachmännischer Analyse des Berichtes von Ihrer letzten Mission glaubt die Zentrale, dass die Aufgabe viel schwieriger war als allgemein angenommen. Natürlich ist es möglich, dass Ihr Angriff mit der Routineverstärkung der feindlichen Sicherheitsvorkehrungen zusammenfiel. Es ist aber auch möglich, dass dem Feind Informationen über unser Vorhaben verraten wurden. Bis wir herausgefunden haben, was die Ursache war, seien Sie auf der Hut. Die Zentrale muss unterrichtet werden, wenn Ihnen etwas Ungewöhnliches auffällt. Maxis aus. Das werden wir auf jeden Fall machen. Also ich finde gut, dass er uns da auch wirklich glaubt und jetzt sagt, oh, nö, das ist nicht so. Kann gar nicht so sein. Das ist Schwachsinn. Sondern er untersucht es. Und dann ist die Sache gut für ihn. So, wir werden noch mit den Leuten reden. Dann mache ich hier einen kleinen Break. Aber es wird diesmal nicht so lang dauern mit dem Ganzen. Hey. Was will ein netter Konsortiumsoldat wie Sie in einer ungemütlichen Bar wie dieser hier? Ich weiß nicht, ob ich vor Ihnen salutieren soll oder Sie erschießen soll. Hören Sie, ich bin im Widerstand aufgewachsen. Ich habe bessere Menschen für bessere Ziele sterben sehen. Die Ziele, denen Sie blindlings folgen, sind nichts wert. Oder soll ich sagen, blindlings folgten? Die Wahrheit kennen nur Sie. Ich finde raus, wo Sie stehen, glauben Sie mir. Sie kennen ja mein Motto. Für mich gilt, nur ein toter Soldat ist ein guter Soldat. Sobald Sie einen Fehler machen, sehe ich zu, dass Sie ein guter Soldat werden, okay? Und jetzt gehen Sie mir aus den Augen. Ich möchte hier in Ruhe was trinken. Ja, sehr gut. Ziemlich schlecht gelaunt, die Alte. Hallo, Captain. Hi. Als Finanzbeamter verbrachte ich Stunden damit, intoleranten Leuten zuzuhören, die ganze Zeit behaupteten, dass das Konsortium das Höchste ist. In dieser Einheit bin ich nur geduldet, vor allem von Shannon Brooks. Diese Frau ist hart wie Granit, kann ich Ihnen sagen. Sie ist... Tja, sie war es, die mir nach meiner ersten Schießübung die Hasenpfote gegeben hat. Sie sagt, ich könnte jede Hilfe brauchen. Sie ist fast so schlimm wie die früheren Kollegen der Steuerbehörde. Ich kämpfe jetzt schon etwas länger als ein Jahr an ihrer Seite. Und sie geht immer noch mit mir um, als wäre ich ein Konsortium-Agent. Ich nehme sie nicht weiter übel. Sie hat ihre ganze Familie verloren. Als das Konsortium Petra niedermachte, weil es sich nicht dem WEC anschloss. Ah, das ist wie in der Nazi-Zeit. Da wird kapieren manche erst recht spät, was da überhaupt passiert. Willkommen zu Hause, Captain. Hi. Wie ich hörte, sind Sie bei Ihrer letzten Mission in Schwierigkeiten geraten. Ja. Das macht nichts. Sowas kann jedem von uns passieren.
Ach, da fällt mir ein. Ich werde Ihnen für eine Weile Gesellschaft leisten. Oh. In Ihrer üblichen kryptischen Art hat die Zentrale erklärt, dass ich dieser Einheit für nicht spezifizierte Aufgaben und einen nicht spezifizierten Zeitraum angehöre. Das hört sich für mich nach Verwaltungsarbeit an. Wahrscheinlich. Naja, was soll's. Besser als die Gastfreundschaft des Konsortiums. Außerdem habe ich hier bestimmt bessere Aufstiegschancen. Wer weiß, was der gute Dr. Hoffmann mit mir vorhatte. Es sieht fast nach einem Tablet aus, was die da hat. Also, erstaunlich. Ich schaue jetzt einfach mal, was haben wir denn da? Und das Gewehr könnten wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Ich glaube, dann nehme ich auch. Yep. Nein. Dann haben wir nämlich das Gewehr auch noch. Das Gewehr können wir nämlich immer gut gebrauchen. So, noch Propaganda-TV-Nachrichten schauen. In dieser Stunde wurde durch das WEC-Informationsbüro eine mehrseitige Pressemitteilung veröffentlicht, in der das Konsortium mit Stolz verkündet, dass der Senat geschlossen hinter der Politik ohne Nachsicht des Vorsitzenden Dragon steht. Falls ihr dort draußen zuhört, Rebellen, ihr könnt euch nirgendwo mehr verstecken. Ihr könnt also auf der Stelle aufgeben. Zurück zu dir, Trina. Ja klar, wir werden einfach uns einstellen, werden Hände geben, klar. Ja gut, ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen kleinen Break. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich endlich Crusader No Remorse zu Ende mache. Und ja, ich würde mal sagen, bis dahin. Tschüss.